Willkommen zurück bei Borderlands 2, liebe Freunde, wo wir in dieser Folge den Claptrap besteigen müssen. Und ich möchte nicht herausfinden, was das bedeutet, nachdem wir letzte Folge Captain Flint irgendwie eins übergebraten haben. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal hier ein kleines Stößchen. Was sagst du, Seppo? Ja, ich sage, auf geht's. Hier mit Claptrap und so, über Schiff und so und dann ganz tolle Mission. Das werden wir machen. Nächstes Level. Ich glaube, ich auch. Sehr schön. Ja, mehr Leben, mehr Leben. Ich kann es dringend gebrauchen. Wobei, ich schau mal in meinen Skilltree, was es ja, hier noch so gibt. Ja, das mache ich gerade auch. Wenn du stirbst, wirfst du eine Granate ab. Killst du einen Gegner damit, erhältst du doppelte Erfahrung. Das könnte ich vielleicht skillen. Wenn ich nämlich sterbe, könnte mich das wieder ressen. Oder mehr Gesundheit. Ha, ist ein tough call gerade. Ich mach mal hier mehr Leben lieber. Ah, ja, gut. Ich habe mich verklickt. Ja, dann darfst du beim nächsten Mal zahlen dafür, wenn du dich umskillen willst. Nein, ich habe aus Versehen den Deathtrap geschworen, was ich gar nicht wollte. Wollen wir los? Ja, brechen wir Richtung Sanctuary auf. Ich habe natürlich jetzt nah genug genommen, dass meine Kugeln von Wände abprallen können und dann auf Gegner umgelenkt werden. Wie gesagt, relativ sinnvoll eben aufgrund des Anarchy-Skills, weil dadurch halt meine Verfehlchance immer größer wird. Oh, die Brücke ist hin. Ja. Ich guck mal eben, was wir noch für Nebenquests haben. Wir haben noch Symbiose, aber das machen wir, glaube ich, lieber später. Ist das hier im Gebiet oder was? Nee, das ist, da müssen wir später zurück. Das machen wir aber, denke ich, später. Ja, jetzt haben wir hier eine weitere Quest. Sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Catch a Ride. Da vorne sind ausgewachsene Bullymonger. Ja, ich will mal was ausprobieren. Rennen die? Nee, ne? Oh, das Ding, ey, das streut so unglaublich. Alter, es kommt auf mich zu. Das ist so lustig, wie der schreit. Und das ist halt so lustig, wie viel Schaden er macht. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Da kommt noch so ein Moped-Mann. Das reicht nicht mehr. Also mein Skill hält auch nicht allzu lange, leider. Ja, noch nicht. Was man eins kann man über Borderlands sagen, die Fahrzeugsteuerung ist extrem seltsam und nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Spiel. Ja, und du klingst gerade wie Robocock. Robocock? Ja. Okay, ja. Also das ist ein Skype-Fail. Ja. Okay, Bullymongs, du kriegst eins auf die Mütze. Oh, ich mache überhaupt keinen Schaden, Melee. Oh Gott. Ja, aber den haben wir erstmal angezündet. So, ich bräuchte aber ein bisschen Leben, wäre ganz nett gerade. Und ich sollte definitiv, mein nächster Skillpunkt geht definitiv in dieses Granatending rein. Oh, guck mal. Runner-Skill-Anpassung. Klinge ich bei dir auch so? Nee, gerade. Ach so, klinge ich immer noch so komisch? Ja. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Das geht aber normalerweise nach 2 Minuten oder sowas weg. Ja, jetzt ist es wieder normal. Sehr schön. Sehr. Wir müssen. Ja, hat er einfach mal zu Hause die Robocop-Maske aufgesetzt. Ja, natürlich, mit meinem Stimmverzerrer. Ich bin ein Vater. Achso, ja, Munition könnte man natürlich kaufen. Das ist gar keine falsche Idee. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. So, Leben habe ich, Schilde, was gibt's denn hier? Nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catch-A-Ride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Hier gibt's ein Schild, was immun gegen Feuerschaden macht. Kommst du? Sekunde, ich guck mir gerade mal die Schilder an. Also, ich hab nur schon die Meute da gepult. Du bist immer so schnell! Voll schlimm! Ich hab mir gerade noch mal ein Schild gekauft. Moment, dann möchte ich natürlich jetzt auch noch ausrüsten. Ja, ich geh mal rein, ich hab ja meinen Skill. Ich mach schon mal einfach. Oh, daneben. Oh Gott, ich bin tot, aber ich lebe wieder.
Oder? Nee, ich bin immer noch tot. So, stirb. So, Deathstrap kommt. Und der schnitzelt dann mal einfach hier lustig durch die Reihe. Achso, den machst du. Wo haben wir denn noch einen? Ach, da. Alter, der Deathstrap, ey, wie der abgeht. Der macht echt verdammt viel Schaden. Hat er auch viel Leben oder ist der schnell down? Also bis jetzt habe ich noch nicht gesehen, dass er down gegangen wäre. Aber das kann sich natürlich alles noch ändern. Du gehst schnell down. Achso, ich schieß gerade auf dich. Nein, Deathrap, den brauche ich. Ja, rest mich mal lieber, anstatt zu lachen. Ja, das kann ich ja nicht mehr steuern. Das macht er ja selber. Der ja, hat du sollst mich retten. Hallo. Du bist tot. Ja. Alter Schwede, was ist denn da schon wieder los? Ja, weil der hier das gekillt hat, obwohl ich den hätte killen sollen. Naja. Ist schon okay. Großartig. So, was gibt's hier? Hier gibt's eine Rifle, die ist schlechter. Und hier gibt's eine Shotgun, da habe ich keinen Vergleichswert. Darum lasse ich die mal liegen. Ja, die brauche ich. Ach so, warte mal, habe ich die Shotgun angeguckt? Nee, die ist auch crap. Ich habe meine Shotgun hier ein bisschen lieb gewonnen gerade. So. Ich habe hier irgendwie das Quest-Item gelootet. Ich glaube, wir können hier noch irgendwie oben rumhüpfen oder so. Ja, hüpf du mal. Ich guck mal hier unten in die Kühlschränke. Achso, da gibt's Health-Pack, falls du eins willst. Aber du willst ja keine Health. Ja, eigentlich wäre das schon ganz, ganz nett gerade. So. Ich muss unbedingt den Granatenskill da machen, wenn der einigermaßen gut ist. Dann könnte mich das ein oder andere Mal insta-reviven. Ich hätte gedacht, dass der ziemlich grottig ist, aber für den Anfang ist der Skill wahrscheinlich ziemlich geil auch. Muss ich dann halt später nochmal umskillen. Kostet halt immer ein bisschen Geld. Ja gut, es nützt natürlich auch nur was, wenn du tatsächlich von Nahkämpfern kaputt gemacht wirst, ne? Also wenn du auf Distanz weggesnipert wirst, nützt dir das ja nichts. Ja, dann sollte ich das nicht dazu kommen lassen. Vielleicht. So, besorge ich mein Fahrzeug. Ja, dauert noch. Das Ding hier rattert noch. Okay. Es liegt ein Pimento-Taco ein. Taco im Handschuhfach. Verstehe ich nicht den Witz. Okay, dann nehmen wir, was willst du? Willst du MG oder willst du... Ja, ich glaube, das MG ist ganz nett. Wie gesagt, alternativ gab es ja so einen Granatwerfer, den fand ich nicht so schön. Ja, du könntest auf mich warten, das wäre toll. Ein echter Charmeur. Du solltest dir jetzt an jeder Catcher-Ride-Station ein Fahrzeug besorgen können. Oh, first try. Jetzt auf nach Sanctuary. Finde Roland. Er will den Kammerjäger kennenlernen, der Handsome Jack die Stirn geboten und überlebt hat. Also ich fahre das Ganze hier. Das steuert sich extrem komisch. Man steuert mit der Maus, anstatt mit WASD. Alter, er fährt einfach mal über die Viecher drüber. Einfach drüber walzen. Der lebt noch. Ja, ich weiß. Das ist ein Badass. Deswegen fahre ich ja auch drüber, dass der auch vielleicht auch mal stirbt hier. Ja, ich halte einfach mit der MG drauf. Huch. Ja, achte nur mal ein bisschen unten auf die HP. Ja, ich habe gerade auf unser Auto geguckt. So. Da verliert er ja keine HP, wenn ich da drüber fahre, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der verliert nur HP, wenn die tatsächlich auf uns schlagen. Lebt der hier noch? Nee. Ich kann aber über den nicht drüber fahren. Sollen wir einfach Gummi geben und hier wegfahren? Mach die doch mit, das ist doch XP auf zwei Beinen. Ja gut, dann machen wir hier ein bisschen langsamer jetzt. Na gut, 12 XP, aber besser als nichts. Und wie gesagt, gefährlich, solange wie wir hier in dem Karren sind und die Karre nicht explodiert, ist es ja nun nicht. Ja, jetzt wirft es wieder Steinchen. Ach, da sind noch mehr. Uah. Hilfe! So schnell kann ich gar nicht hier steuern. Warte mal, ich mach mal hier den da. Okay, sind alle tot, denke ich. Nee, der lebt noch, der war. Jetzt ist er tot. So, dann können wir auch schon mal weiter düsen. Die Bullimong-Höhle des Grauens.
Gehe nach Sanctuary, das ist da hinten irgendwo. Hier sind irgendwelche Spinnen. In Snowbound Crossroads. Oder sind das? Das sind Schildkröten. Alpha, Skak. Ups. Och. Stechender Kaktus mit Stromstößen. Das kann man einfach mal anschießen. Ich steig mal aus. Ja, ich mach schon. Ja, dann mach doch mal. Ach, da sind Gegner, huh. Ja, ich mach mal hier die Quest einfach. Boah, der hat Schilde. Da muss ich mal ganz kurz hier meine Hilfsmoped auspacken. Ach, die explodieren wieder, die komischen Monsters. Ist schon alles tot, oder? Ja. Jetzt gibt's hier, glaube ich, nur noch Loot. Nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Bring Reese nach Sanctuary. Dann bist du einer der Raiders. Muss mal warten, bis der fertig geredet hat. So. Achso, nee, jetzt müssen wir wieder eine Runde rumfahren. Ja, Sekunde, ich loote hier mal eben noch, gucken, was es hier gibt. Oh, wie sie sich über das Medikit freut. Du kannst einfach, wenn du da hinten an das Ding gehst, zu mir hin teleportieren, denke ich. Ja, ich glaube aber nicht, dass das hier 500 Kilometer funktioniert. Glaube ich schon. Probier's einfach mal gleich. Ich fahr einfach mal zu und du probierst es mal. Irgendwas vibriert hier. Was war das? Ein Gegner. Ach nee, der bohrt in der Erde. Der Handsome Jack, deswegen. Ja, nur dass die Gegner jetzt hier über meine Position fliegen. Was sind das denn? Sind da wieder Fledermäuse oder was? Ja. So, ich guck mal, ob ich mich zu dir teleportieren kann. Auf jeden Fall geht das. Ja, ich bin jetzt anscheinend drin. Ja, sehr schön. Dann knatter ich mal drauf los. Wir müssen, denke ich, da oben in die Richtung. Huch. Ja, natürlich nicht hier gegen das Schild. Ich denke, wir können hier der Straße noch ein Stück folgen. Ich hab jetzt nicht auf die... mal die Vögel ab. Ich habe jetzt nicht wirklich auf die Karte geguckt, aber es scheint richtig zu sein. Ja, da sind aber Viechers. Moment, hier mal fix die erst platt machen. Alter, du fährst wie eine besenkte Sau. Ja, ich muss so fahren, weil sonst kann ich nicht schießen. Also ich kann ja nur gerade ausschießen. Ich kann nicht so wie du, also ich kann nur vorne rausschießen. Deswegen muss ich schauen, dass sie immer vor meiner Motorhaube quasi sind. Und drüber fahren macht denen ja auch Schaden. Alter. Dann bist du ja seekrank. Ja, das stimmt irgendwie ein bisschen. Ist er jetzt mal tot, ja. Ja, ich glaube, da lebt nichts mehr. Wir müssen hier irgendwas aufheben oder so. Siehst du's? Ach, da. Ja, da liegt doch das blaue Moped. Ja, ich schnapp mir das mal. Ich habe den Platzschatz den Energiekern aufgejagt und die Brücke gesprengt. Aber ich bin getroffen. Ich denke, wir müssen wieder zurück, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich häng hier gerade so ein bisschen fest. So, jetzt geht's wieder. Ich fahr einfach mal zurück. Ich nehme einfach mal an, dass wir zurück... Ach, nee. Wir müssen den Corporal finden. Wo ist der? Stopp, da ist ein Mann. Achso, durchgeknallter Marauder, Level 7. Warte mal, müssen wir hier über die Brücke oder nicht? Ja, müssen wir. Und dann nach rechts, glaube ich. Marrowfield. Warte mal, sind wir hier richtig? Ich guck mal auf die Karte. Ja, das ist aber ein Gebiet mit Engpass. Ich weiß nicht, ob du da mit dem Auto überhaupt hinkommst. Das war, glaube ich, nicht so gut. Warte mal, in welche Richtung müssen wir jetzt? Ja, in die da wieder. Ja, ich bin da gerade mit dem Auto irgendwo runtergefallen, war nicht so prall. Also wenn du jetzt links fährst, also jetzt links... Geht nicht. Achso. Hä? Ach, du bist ganz woanders jetzt. Ja, Moment, ja. Dann muss ich mal mitschießen, glaube ich, wa? Ich kann auch einfach weiterfahren, warte mal. Wenn ich jetzt nicht hier in den Gegnern stecken würde. Ugh, die Autosteuerung ist echt unschön in dem Spiel hier. Ja, das haben sie, glaube ich, aber exakt aus dem ersten Teil übernommen. Also da war die auch schon nicht so knorke. Wundert mich eigentlich, dass sie die nicht verbessert haben. Ja, einige Leute mögen das wohl.
Vor allem in engen Stellen steuert sich das Auto halt überhaupt nicht schön. Naja, egal. So. Jetzt hier links oder was? Ja, da bin ich ja vorhin lang gefahren. Warte mal, ich guck mal nochmal auf die Map. Ach, wir können einfach geradeaus fahren. Mach ich mal. Ja. Jetzt links nach unten. Unten, 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 unten. Da müssen wir durch. Aber da kommst du mit dem Auto wahrscheinlich nicht durch. Ja, dann müssen wir halt laufen. Haben ja zwei Beine. So, was haben wir hier? Noch nix. Ich sehe nix. Hallo? Nö. Schneelandschaft. Hallo? Pack die Skier aus. Ja, wäre sehr cool, wenn man Ski fahren könnte. Kann man aber, glaube ich, nicht. Oh, da kommen aber hier irgendwelche ausgewachsenen Bullymongers. Da hinten kommen noch mehr. Ja, ich mach mal meinen Skill an. Mongolet. Aha. Waren das alle? Ja. Ah ne, hier ist noch einer. Okay, dann sind wir hier mit durch. Ja, da hinten in die Richtung müssen wir. Ich habe irgend so ein Holzmuster für Skin für Catch a Ride gefunden. Keine Ahnung, ja, was das ist. Du kannst es einfach benutzen aus deinem Inventar. Dann kriegst du das. So, Deathrap, mach mal. Mag die Dinger hier nicht. Oh, er schießt sogar Blitze. Was ist denn da los? Das habe ich jetzt ja zum ersten Mal gesehen. Hast du es geskillt oder konnte das automatisch? Nein, ich habe gar nichts geskillt. Er macht das automatisch. Finde ich gut. Ich habe die Quest mal gestartet. Ich erkunde mal hier ein bisschen. Wie er die Rux einfach one-shottet. Hier sind zwei Shotguns, die ich nicht will. Na, no, das Shotgun ist nicht so wichtig. Müssen wir da rein? Nee, ich hab nur da oben gesammelt. Achso. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hätte so gewollt. Jetzt müssen wir ein paar Bloodshots töten. Manchmal kann dein Echo-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Ja, dann. Zurück zum Auto, oder? Ich glaube, die sind um die Ecke direkt. Da müssen wir nicht zum Auto. Stimmt, also nach da und dann nach links. Da müsste der Weg jetzt ja weiter in dieses Tunnelsystem gehen. Oder? Oder nicht? Oder doch? Doch, da lang. Also ich habe gerade auf die Karte geguckt. Das dürfte richtig sein. Das müsste richtig sein. Und mein Skill ist fertig, das heißt, ich werde. Hast du deinen Deathrap gerade ready? Nee, noch nicht ganz. Dann warte ich, glaube ich, mal darauf, bevor ich mich da reinstürze. Meinst du, da geht jetzt die Post ab, oder was? Mhm. Da geht jetzt ordentlich die Post ab. Okay. Oh, yo, da hinten sind auch noch irgendwelche Schild-Heinis. Oh, die explodieren. Ich hoffe, ich krieg einen tot, bevor ich tot bin. Nee, hat nicht geklappt. Mist, der ist jetzt von dir gekillt worden. Ja, irgendwie muss ich auch ein bisschen mitspielen. Also soll ich dich retten, ja? Ja, du hast mir halt den Kill da gespielt. Wenn man nur will. Ich war gerade wieder am Leben irgendwie, nee. Nein, Alter, der hinter mir, schieß doch mal auf den hinter dir. Ach, du lebst okay. Hier, ja? Ja. Weil der hinter mir hat immer Granaten geworfen, das war ein bisschen scheiße. Das war halt doof, ich hatte kein Leben mehr, bevor ich bin schon wieder tot. Ach, das ist irgendwie... Ja, ich bräuchte unbedingt mal den anderen Skill hier mit der Granate oder so. Und ich sehe nichts, kannst du mich resten oder so? Hallo? Ja, wo liegst du denn? Ja, hier oben, ich komme mal zu dir runter. Nee, bleib oben. Ja, da runterspringen, Muss mal eben den normalen... Das wird nicht reichen. Ah Gott, ich konnte den killen. Oh, Glück gehabt, das war schon wieder viel zu knapp. Das ist irgendwie extrem ärgerlich noch, also mir fehlt halt einfach noch die Skills, damit ich so spielen kann, wie ich gerade spiele. Ja, jetzt bin ich auch tot, aber ich glaube, ich kann mir hier den Nomade schnappen. Ja, habe ich. Ich brauche einfach noch mehr Skillpunkte. Ganz, ganz, ganz dringend. Alter, schießen! Mach mal hier. Oh.
So, den haben wir auch noch erledigt. Dann haben wir hier noch so einen Moped-Mann, der hat noch ein Schild, aber ich glaube, der ist jetzt auch noch nicht tot. Okay, ich habe meinen Skill. Ach Mann, ey. Das ist halt so ärgerlich, dass ich die ganze Zeit sterbe, bevor ich einen killen kann. Und dann mein Skill halt wasted ist, quasi. Naja, egal. Ist schon okay. So, ich habe hier den Quest-Teil. Das habe ich, glaube ich, gelootet. Sehr gut. Jack wird Sanctuary zumindest heute nicht zerstören. Geh jetzt zurück zur Stadt. Wir treffen uns dort. Wir sollten nochmal hier die Kisten kurz andingseln. Noch drei Typen hier töten für den Bonus-Quest quasi. Siehst du noch welche? Oh, da sind oben welche, ja, okay. Die habe ich gerade nicht gesehen, weil ich hier im Haus war. Also sein Deathtrap ist echt extrem stark, vor allem im Early Game scheinbar. Naja, ist die Frage, ob der halt, wie du schon sagst, halt, ob der da später so bleibt. Early Game, ja klar, wahrscheinlich, damit er halt gespielt wird. Aber die Frage ist, ob das nachher eben auf Max-Level noch so bleibt. Wahrscheinlich nicht. Ja, kommt drauf an, wie du dich halt skillst, wahrscheinlich. Bin schon wieder fast tot. Ich bräuchte irgendwie... Ach, die sind unten. Oh, da oben ist auch noch eine. Alter, was war das denn? Ja, Selbstmordpsycho war das. Bin wütend. Muss ich dich ressen, oder? Ja, wenn ich... Ich komme hier nicht runter. Mach mal. Wie gesagt, ich treffe den hier nicht, weil ich ja nicht über die Kante robben kann. Warum auch immer. Ziemlich blöd. Wäre ich da einfach runtergesprungen, wäre das echt kein Problem. Ach, hier oben ist noch einer. Komm, ich mach nochmal meinen Deathstrap an. Geh nochmal weg hier. Spiel, glaube ich, echt noch zu aggressiv. Also noch. Später ist es ja... glaube ich, gut. Ja gut, wenn die Skills halt eben noch nicht mehr hergeben. Ja, ist leider noch nicht wirklich geil. Muss man schon mal sagen, ich brauche, glaube ich, echt den Granatenskill fürs Early Game. Ich hatte gedacht, dass der sehr schlecht ist, aber Alter, ich möchte hier rein, danke. Der könnte mir echt den Arsch retten. Naja, schauen wir mal. Ich versuche auch mal zu dir zu kommen. Aber dein Deathtrap schnetzelt ja ganz gut, glaube ich. Gibt's hier? Wir sind kurz vor Level 8, das ist eigentlich ganz nett. Wo ist denn hier der Typ, der hier noch schießt? Hier gibt's irgendwelche Waffen. Aber irgendwie nur Pistolen. Weiß ich nicht, wo der ist. Hier unter mir wahrscheinlich, weil ich bin oben auf der... Ach, da, ich sehe ihn. Ah, jetzt habe ich wieder keine Munition. Ich habe gerade komplett meinen Skill verschwendet. Komm, ich möchte bitte mal runter. So, wo ist er denn jetzt hin? Keine Ahnung. Jetzt ist er über mir. Nee, da. Den habe ich. Da oben habe ich den. Den letzten sehe ich. So, den haben wir auch weg. Schön, schön, schön. Oh nein, ich falle hier runter. Na super. War nicht so geplant. Ich komme hier auch. Ja, wir sind die Uber-Skiller irgendwie. Ja, das sah so aus, als ob man da rüber springen kann, aber nicht so die wirklich. Super Pros. Guck mal, ob es da noch was gibt, dann komme ich da nicht nochmal hoch. Schauen wir doch mal. Ich sehe hier noch ich sehe nix irgendwie. Da oben ist noch so ein Tresor-Ding, aber es ist nur ein kleines, also. Ich guck hier unten nochmal rum. Aber hier sieht's nicht danach aus. Ein bisschen Kohle, aber nichts Interessantes. Ich glaube, das Wichtigste haben wir schon geholt. Na dann, Rückweg, wa? Yep, wir können noch Leutnant Davis kontaktieren, würde ich sagen. Ja, wo ist der? Auf der Karte, keine Ahnung. Auf der Karte, ja, super. Oben links irgendwo, geh weg. Wo denn oben links? Alter Schwede, ist ja am Arsch der Welt, ganz im Norden. Dann nehmen wir einfach wieder das Auto und dann sind wir da ruckzuck dort. Ja, und dann? Machen wir auch Schluss, würde ich sagen, wa? Yep. Wo ist denn das? Ah, da ist unser Wagen. Was ich sehr cool finde übrigens bei dem Char Creek, der hat manchmal so... er ist ja so halb verrückt quasi und manchmal spricht die gute Seite aus ihm raus, was sehr lustig ist. Hast du dich denn schon mal entzündet? Nee, ich habe die Skills nicht. Ich spiele nicht mit entzündeten Skills. Ach so, warum nicht? Weil die nicht so geil, weil ich die erst später skillen werde, im Endgame quasi. Oder ich werde es vielleicht später mal umskillen, aber momentan spiele ich den Mania Skill 3, der noch nicht so gut funktioniert. Vielleicht habe ich nicht den Skill dafür oder nicht das Equipment oder nicht ein Level oder
Vielleicht bin ich einfach zu schlecht dafür. Wer weiß. So. Wo ist denn der gute Jack? Nee, Davis heißt er, ja? Da sind Monster drin. Aber ich sehe nicht wo. Ne, jetzt sind sie weg. Ja, klingel mal an. Ja, ich klingel mal. Rolands Echo-Kommunikator ist hin. Wir brauchen deine Hilfe. Da können wir nicht mit Auto rein. Naja, ich steige schon aus und folge dich. Gut. Sanctuary, wir kommen. Hallo, ja. Sanctuary. Drücke für Reiseohren. Dann reisen wir mal. Sanctuary. Ja. Gut, ich sag mal die jetzt redet Jack wieder. Hast es nach Banditen City geschafft, was? Ausgezeichnet. Toll, dass ich ein vertrautes Gesicht sehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Oh, und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten, wenn du es verdient hast. Da hinten ist eine unsichtbare Wand. Gut, ich wollte sagen, wie wir uns die Stadt anschauen, hier Sanctuary Quests annehmen und alles hier erkunden in der Stadt, das schauen wir uns nächste Folge an. Ich sage tschüss. Und ich sag bis dahin.